Das ist natürlich erstmal ärgerlich, dann solche Fälle, dann lassen sich erstmal alle anderen testen, dann hoffst du natürlich gut, hoffentlich ist keiner jetzt krank und wir können da hinfahren und weiter und spielen, das ist ganz wichtig. Am Ende des Tages, klar, hat der Kapi einen überragenden Job gemacht. Also hat uns vorm 1-1 bewahrt, direkt nach der roten Karte war das, glaube ich, schon den Ball zur Ecke lenkt. Hat super, ein super Spiel gemacht, aber alle anderen auch davor, die Verteidigung, die Sechser, wie wir das als Kollektiv einfach verteidigt haben, war einfach hervorragend. Ja, überwältigend tatsächlich. Es ist ein brutal emotionaler Moment auch. Der wird auch noch ein bisschen anhalten, denke ich. Klar, durch den Sieg könnten wir das Ganze veredeln. Das habe ich auch direkt zum Fabi gesagt, als eigentlich wurde, wir müssen das Ding jetzt veredeln, weil sonst ist es lang nicht so schön. Und deswegen bin ich einfach froh, dass wir am Ende 2-0 gewonnen haben und das Ding auf unsere Seite gezogen haben. Boah, erstmal sind wir, glaube ich, alle überglücklich, das Spiel gewonnen zu haben. Und ich glaube, das haben wir auch nicht unverdient gemacht. Wir haben von der ersten Minute an alles reingehauen. Haben komplett Gas gegeben, haben als Team verteidigt, hatten gute Nadelstiche nach vorne. Klar, in so einem Spiel bei RB Leipzig, beim Auswärtsspiel, muss viel zusammenpassen. Das hat auch heute viel zusammengepasst. Haben dann das 1-0 gemacht. Ich glaube auch durch einen super Angriff, durch einen super Konter. Dann kam eigentlich die rote Karte für Fabi Klos, wo eigentlich wahrscheinlich jeder denkt, oh, jetzt könnte es kippen. Aber wir bleiben, glaube ich, trotzdem mit der Mannschaft zusammen. Kriegen trotzdem die Chance, nutzen sie. Und ja, am Ende haben wir alles reingehauen als Team. Und deswegen gehen wir, glaube ich, auch hier nicht unverdient als Sieger vom Platz. Ich glaube, das kommt mit jedem Spiel mehr. Also ich glaube, der Anfang war nicht ganz so einfach. Hatte viele Einwechslungen, womit ich aber auch gerechnet habe. Also war jetzt keineswegs so, dass ich jetzt die andere Erwartung hatte. War völlig in Ordnung. Habe jetzt die letzten Spiele immer mehr die Einsatzzeiten bekommen. Glaube auch für mich, dass ich jedes Mal mit jedem Spiel besser reinkomme, mich besser anpasse. Und ja, würde auch gleich persönlich sagen, dass es bis jetzt mein bestes Spiel war hier in der Bundesliga. Und ja, glaube ich, bin ich zufrieden mit, kann ich mit einem sehr guten Gefühl jetzt auch in die kleine Woche Pause gehen und dann, aber jetzt natürlich dann wieder weiter anzugreifen für die Rückrunde, weil da wollen wir jetzt weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ja, wir haben uns vorgenommen, dass wir lange die Null halten, lange im Spiel bleiben, weil das hat man in den letzten Spielen auch gesehen, genauso gegen Augsburg schon, dass sie dann irgendwann Probleme kriegen, Fehler machen. Und wir glaubten dann an unsere Chancen und haben lange wenig zugelassen. Am Ende mit einmal weniger ist natürlich schwer. Unfassbar, dass wir dann wieder so unfair verhandelt werden, sage ich jetzt mal. Dass das sofort rot ist, die gleiche Szene wie letztes Wochenende ja nicht, aber unter der Woche gegen Bochum. Ja. Selbst nach dem Rückschlag direkt das Zweite zu schießen, unfassbar, dann hat jeder alles reingehauen. Und dass Cego und Priti nicht dabei waren, hat es auch nicht unbedingt einfach gemacht, aber Kapi hat es überragend gemacht und alle, die reingekommen sind, genauso. Ja. Unfassbar. Das geht nur übers Team gegen solche Mannschaften. Also dass wirklich jeder weiß, was er zu tun hat. Wir kommuniziert haben, wir uns reingehauen haben und ich hatte das Gefühl, dass jeder einfach 100% oder sogar 110% konzentriert ist. Ja. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir da unsere Ordnung haben, unser System haben, wo sich jeder dran hält, jeder weiß, was zu tun ist. Ja. Das Gefühl hatte ich heute, egal ob man reingekommen ist, von Anfang an gespielt hat, das hat es ausgemacht.